Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe dir in einem anderen Video schon angekündigt, dass ich dir zeigen möchte, wie man mit einer Textverwaltung, in dem Fall mit Microsoft Word, eine Vorlage für Wortbilder erzeugen kann. Hier auf der rechten Seite siehst du ja so ein Wortbild. Du weißt ja, es geht darum, man hat einen Begriff, den man hier in diese Tabelle hier einträgt. Da Altertum, jeder Buchstabe in eine eigene Zeile. Daneben gibt man dann einen Begriff, an dem man dann in einem Text gefunden hat, den man damit in Verbindung setzen kann. Und rechts davon dann diese kurze Erklärung, Begründung, dass das ja dann so ein Turbo ist für kreatives Wiederholen, für kreatives Brainstorming. Wie du das jetzt mit der Textverwaltung machst, zeige ich dir jetzt. Wenn du mehr etwas zu Wortbildern wissen willst, dann schau dir bitte das entsprechende Video an. Als erstes habe ich mal Word hier gestartet, hier habe ich eine leere Seite aufgemacht und dann gehe ich hierher und aktiviere dann hier diese Formatierungsansicht. Die zeigt mir dann die Formatierungszeichen an. Das heißt, wenn ich Enter mache, sehe ich dann hier zum Beispiel dieses umgedrehte P. Dann gehe ich hier auf Layout und lege dann hier als Seitenränder den möglichst kleines Maß aus, gehe auf benutzerdefinierte Seitenränder und trage hier dann 1,1 ein. Ich habe jetzt hier bei oben links, unten rechts immer ein 1 eingetragen, bestätige jetzt mit OK und das ist, es wandert hier der Cursor ganz nach links. Dann trage ich jetzt hier die Überschrift ein. Ich habe jetzt hier die Überschrift eingetippt. Ich kann hier einen einzelnen Begriff natürlich dann auch dementsprechend mit einer Farbe dann versehen. Ich gehe hier wieder auf Start. Und wähle mir dann hier zum Beispiel eine Schriftfarbe aus. Ich habe in dem Fall hier das Orange gewählt. Jetzt geht es darum, dass ich mir die Tabelle erzeuge. Und da brauche ich ja dann eine Tabelle mit 3 Spalten und zum Beispiel 10 Zeilen. Ich gehe jetzt hier auf Einfügen, gehe auf Tabelle, könnte jetzt hier dann schon was herunterziehen. Ich sehe schon, ich komme nicht auf die 10 Zeilen, strickt mir ein 3 bis 8. Gehe jetzt also hier auf Tabelle einfügen und er fragt mich dann, was ich eingetragen haben möchte. Ich nehme 3 Spalten in dem Fall. 10 Zeilen, klicke auf OK und ich habe hier eine schöne Tabelle. Wenn ich dann hier noch etwas erweitern wollte, eine weitere Zeile, kann ich hier zum Beispiel ans Ende gehen, Cursor hineinsetzen und den Tabulator drücken. Oder rechte Maustaste einfügen und dann könnte ich sagen, hier zum Beispiel darunter einfügen, dann würde man noch eine weitere Spalte dann anfügen, falls diese Spalte nicht groß genug wäre. Dann trage ich jetzt hier einmal die Überschriften ein, Begriffe und kurze Erklärung und Begründung. So, jetzt habe ich hier die Überschriften quasi für die Spalten festgelegt. Und jetzt würde ich ja dann hier auf der rechten Seite einen Buchstaben zum Beispiel eintragen, zum Beispiel A. Und jetzt weiß ich nämlich, deswegen reiche ich das jetzt hier mal ein, wie breit diese Spalte werden soll. Ich fahre mit der Maus hierher und dann verändert sich der Mauszeiger, du siehst es, zeigt hier plötzlich jetzt Pfeile nach links und rechts, ziehe das hier rüber und jetzt sehe ich, dass das hier von der Breite her gut passt. Gehe jetzt hierher und überlegen wir dann, die Begriffe werden nicht so langsam wie die Erklärung, fahre wieder her. Mit der Maus drücke noch gar nichts und warte, bis sich die Mauszeiger eingestellt hat. Drücke mit der linken Maustaste drauf, lasse sie gedrückt und verschiebe das Ganze dann. Und habe somit dann hier mein Dokument erzeugt. Wortbild zum Begriff, bräuchte ich nur etwas dazu tippen. Hier tippe ich dann einen Begriff ein und dann eine kurze Erklärung. Nochmal zur Erklärung habe ich dir hier dann nochmal gezeigt, was das Ganze zum Schluss werden soll. Und da könnte ich hier zum Beispiel ein Altertum oder was auch immer eintragen. Hier wären dann die Begriffe. Also die einzelnen Buchstaben eingetragen, dann kommen hier die Begriffe dazu, die ich in einem Text zum Beispiel gefunden habe. Und hier dann eine kurze Erklärung, was dieser einzelne Begriff dann zum Beispiel bedeutet. Und nein, du musst keine Sorgen haben, diese Formatierungszeichen werden nicht mit ausgedruckt. Wenn ich hier wieder hergehe auf Formatierungszeichen ausschalten, nicht mehr anzeigen, werden es auch nicht mehr angezeigt. Und so hast du schon deine eigene Tabelle für diese Wortbilder erstellt und kannst schon loslegen. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.